Ich stelle heute den Heimspielfilm vor, Die Saat. Die Regisseurin Mia Marielle Meyer war schon 2015 hier mit Treppe aufwärts. Einige werden sich da wahrscheinlich noch dran erinnern. Sie ist gebürtig aus Braunschweig, von daher stellt sich der Bezug zum Heimspiel her. Es ist eine Familiengeschichte. Ein Vater, gespielt von Hanno Kofler, der dem Leistungsdruck dieser Gesellschaft beruflich ausgesetzt ist. Und die Tochter, die auch Teenagerin, 13 Jahre, ihren Weg versucht zu finden. Im Prinzip geht es um Leistungsdruck in der Gesellschaft. Es geht um die moderne Gesellschaft in Deutschland und wie sie beide ihren Weg gemeinsam und auch getrennt finden. Hanno Kofler in der Rolle des Vaters hat mich sehr berührt und wie die beiden miteinander umgehen und wie die beiden ihren unterschiedlichen Druck von außen verarbeiten und ausgesetzt sind. Das wäre es als kurze Vorstellung von mir.